Bei den schweren Überschwemmungen im Nordwesten der Türkei sind mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten lokale Medien am Mittwoch. Demnach gab es 5 Opfer in der Provinz Kırklareli. In Istanbul waren mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen, teilten die Behörden mit. 31 weitere wurden verletzt. In der Bosporus-Metropole fiel in weniger als 6 Stunden so viel Regen wie sonst im gesamten September. Auch in anderen Teilen Südosteuropas blieb die Lage wegen sintflutartiger Regenfälle mit beispiellosen Überschwemmungen und schweren Zerstörungen angespannt. In Griechenland starben mehrere Menschen, weitere wurden vermisst. Auch in Bulgarien gab es Tote nach Überschwemmungen. Die Rettungsarbeiten in der Region werden durch Erdrutsche, zerstörte Brücken und Straßen erschwert.